Willkommen zurück, Freunde. Die neue Season ist am Start. Ich werde mir gleich den Battle Pass auf Level 100 kaufen. Wir werden uns alle Skins angucken, alle geheimen Skins vor allem. Und wenn du sagst, ey, die neue Season wird geil, dann lass doch jetzt ein Like da, um mich zu supporten. Aktiviere die Glocke und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Der neue Loading Screen und wir bekommen direkt den neuen Trailer von Season 8. Der alte OG-No-Skin, das war übrigens mein Favorite OG-Skin damals. Favorite OG-Skin. No-Skin. Was ist mit dem Krater passiert? Das ist doch komplett die Mitte von der alten Karte. Kevin? Pass auf. Ihr müsst aufpassen. Ich spüre doch, da ist irgendwas faul an der ganzen Geschichte. Nein, nicht sie. Nicht du. Blöde Kevin! Lass sie in Ruhe! Nein! Ausrichten sie! Captain Fishy, was machst du jetzt? Aus so einer Situation, wie willst du da rauskommen? Gegen diese neue Art von Monster, diese neue Creatures, diese neuen Kreaturen! Oh oh. Nein, die ganze Karte ist bedeckt mit ganz vielen Kevins! Fortnite Season 8. Würfelwahnsinn. Jetzt im Kino. Der Trailer geht weiter. Okay. Der Taucherskin. Was? Der Besucher ist noch am Leben. Wichtig und richtig. Und jetzt gibt's nochmal exklusiv, Leute, den Battle Pass Trailer. Gucken wir uns natürlich auch an. Neuer Monkey. Ihr dachtet, eure Realität wäre gerettet. Ihr habt sie nur für uns vorbereitet. Guckt euch die neuen Skins an, die neuen Monster und Einhorn. Einhornskin. Der neue Einhornskin. Versammelt die Überreste. Da war eine neue Waffe gerade. Macht euch bereit. War das gerade der Level 100 Skin? Sehen wir ja gleich. Venoms Bruder. Fertig sind. Was war das denn für eine neue Minigun? Nichts. Double Crossbow? Übrig bleiben. Beste Pass. Freunde, ich bin gehypt. Wir werden uns jetzt alle Skins, alle Items angucken. Wir werden Skin Contest wieder auf ein ganz anderes Level pushen. Und jetzt aktiviere sofort die Glocke, weil ich sag euch, diese Season kann nur geil werden. Und wir werden jetzt einfach nur geilen Content bringen. Let's go, Mann! Was? Wir bekommen den neuen Stil von der Roten Jade? Also ich sag euch ehrlich, der sieht viel, viel cooler aus als der normale Rote Jade Skin. Hier haben wir noch einen Stil von Charlotte. Hä, ich habe mir den Battle Pass doch noch gar nicht gekauft. Aber okay, nehmen wir erstmal alles mit. Okay, guckt euch den neuen Loading-Screen an. Wir sind wieder Level 1, aber wir werden uns eh hochleveln. Stempelkarten, diese Season neu. Verdiene EP, wenn du das erste Mal individuelle Aufträge jede Auftragsreihe abschließt. Schließe tägliche und wöchentliche Stempelkarten ab, bevor sie ablaufen, um zusätzlich EP zu erhalten. Hört sich schon mal richtig gut an, Leute. Ja, nice, geteilte Aufträge, Battle Pass Sterne kennen wir natürlich. Und Mel Cartoonfish, das zeige ich euch auch gleich. Ihr könnt dann mit dem Skin unter anderem bestimmte alte Stile verwenden. Zeige ich euch gleich alles. So, Freunde, ich habe jetzt alles im Battle Pass ausgewählt. Wir werden jetzt komplett die ganzen Stufen kaufen und gedrückt halten. 12.950 V-Bucks verlieren. Bam! Wir haben uns jetzt 500 Battle Pass Sterne geholt. Leute, an dieser Stelle, ich würde mich natürlich echt freuen, wenn ihr meinen Creator Code eintragen solltet, um euch den Battle Pass zu holen. Aber starten wir jetzt mit dem Battle Pass. Ich bin gehypt. Lasst uns anfangen. Auf der linken Seite haben wir direkt ein Banner-Symbol. Wie gesagt, Skin Contest wird nochmal auf ein ganz anderes Level gepusht. Jedes Mal, wenn neue Skins, neue Battle Pässe und alles andere dazugekommen sind, unter anderem hier ein Spray von der Charlotte hier, dann haben wir Geisterblick als Emoji. Wir haben V-Bucks. Wir haben Tintenfisch als Rückenaccessoire von unserem Cartoonfisch, den ich euch gleich zeigen werde. Der hat eine besondere Fähigkeit. Dazu kommen wir auch, weil wenn du Farben sammelst, kannst du deinen eigenen Stil quasi bemalen und
ja, das zeige ich euch gleich danach, wenn wir hier fertig sind. Dann haben wir hier, Freunde, unsere gute alte Charlotte. Die hat auch ganz viele coole Stile. Ich habe mal ganz kurz meine Facecam extra weggemacht, damit ihr sehen könnt, wie lange das eigentlich dauert, wenn ich jedes einzelne Mal jetzt drauf drücke und das dann akzeptiere. Deshalb machen wir das in der Schnellversion, Freunde. Ich werde die Items jetzt noch nicht extra draufhalten und draufdrücken, sonst würde das für euch viel zu lange dauern. Deshalb gucken wir uns die Items so an und ich werde im Nachhinein, nachdem das Video fertig ist, werde ich mir alle Dinger holen. Ich habe ja die Bette paar Sterne, aber machen wir weiter. Wir haben Weizekler. Boah, das sieht ja mal mega geil aus. Ich bin eh so ein Freund von Haien und Walen. Sieht echt cool aus. Dann haben wir hier Musik. Wir haben den neuen Emote handgeschmiedet von Charlotte. Boah. Ich sag euch, Freunde, es ist wirklich nur eine Frage der Zeit. Guckt euch das mal an. Guckt euch das an. Das ist einfach ein Assassin. Das ist ein Ninja und es ist wirklich nur eine Frage der Zeit, wann wir Naruto bekommen. Ich sag euch, viele denken, ey, nur weil jetzt Naruto in der Anfangsseason im Battle Pass nicht vorhanden war, heißt das nicht wirklich, dass wir Naruto nicht wiederbekommen. Freunde, ich sag euch, wir werden Naruto safe bekommen. Wir hatten so viele Leaks, die auf Naruto angedeutet hatten. Wir haben hier Dämonenfeuerschwert. Dann haben wir hier die nächste Version von der Charlotte. Die sieht viel cooler aus. Dann haben wir hier Fliegenfisch. Wir haben Klampfei, wir haben Tintenfisch nochmal als Totenfisch hier als Rückenaccessoire, wieder ein paar V-Bucks, der neue Hängegleiter, IO-Feldflieger, wir haben Doppelpistolen als Emoji, kann man bestimmt wieder cool im Skin Contest verwenden, Splitteraktion haben wir haben Cores Werkzeug, wir haben Core als neuen Skin, der Loading Screen, wo Core abgebildet ist und Core, der gerade hier auf geheimer Mission unterwegs ist, dann haben wir hier die Spitzhacke, die Erntewerkzeuge von Cores. Unter anderem haben wir hier Realitätsgraf. Wir haben V-Bucks. Wir haben hier die Seite 5, Freunde. Übrigens, dazu kommen wir auch gleich. Das ist der neue Affenskin. Das ist auch ein richtig cooler Skin. Ich denke mal, unsere Monkeys werden sich da richtig freuen. Wir haben Langeweile-Pfeile. Ja, ist nichts jetzt für mich. Wir haben Banner-Symbol. Gleich kommen wir auch zu den Cornflakes. Wir haben Core in der Mantel-Version. Wir haben Regenbogenrausch. Hier sind die Cornflakes. Einfach Unicorn-Cornflakes. Wie geil sieht das denn bitte aus? Und der Einhorn. Ich sag euch, der sieht lustig aus. Der hat auch ein paar unterschiedliche Stile, wozu wir auch gleich kommen werden. Vor allem diese Spitzhacke mit dem Löffel und diese... Ey, ich sage euch ehrlich, jeder von euch kennt ja diese Einhorn-Cornflakes. Die sind einfach auch so übertrieben lecker in Real Life. Was ist das für eine Musik? Okay, Frühstücksflockentanz. Das ist ja mal mega nice. Guck mal den Tanz an. Finde ich cool, gefällt mir. Puderzucker-Funkelschwing. Sieht auch richtig cool aus. Dann die goldene Version von dem Ferdinand. Wir nennen den Skin Ferdinand. Wir haben die bunte Mähne als Spray und Core Taktikraue. Sieht jetzt nicht so cool aus, feiere ich nicht. Auch optisch gesehen ist jetzt nicht so meins, wo ich sage, boah, geil. Cooler Loading Screen haben wir auch schon bei Twitter gesehen gehabt. Und jetzt kommen wir zur Seite 7, meine Damen und Herren. Ein neuer Affenskin. Checkt ihr das? Schon wieder ein Affe, Leute. Viele sagen auch einfach, dass das perfekt zu uns passt. Ich meine, guckt euch das mal an. Der JB Schimpanski, einfach auch genannt. Cooler neuer Skin, Freunde. Ich mag eh alle Affenskins. Freut mich auch, dass Fortnite uns da immer coole neue Affenskins zur Verfügung stellt, weil wir sind halt die wahren Monkeys. Ihr kennt uns ja. Rover Junior als neue Fortbewegungs... als neuen Fortbewegungs-Emote. Richtig cool. Dann haben wir hier den Namenmeter. Boah, das sieht ja auch echt geil aus mit den goldenen Bananen da drinne. Feier ich. Und der Loading-Screen, wo unser Affe abgebildet ist. Gehen wir mal weiter runter zur Seite 8. Wir haben hier auch wieder einen neuen Skin, den wir uns gleich angucken werden. Datenladepack. Dann habe ich hier einen neuen Emoji. Wir haben Thorins Lichtklinge. Echt eine coole neue Spitzhacke als Schwert. Wir haben verderbte Würfel als Contrail. Ein paar V-Bucks wieder. Neuer Loading-Screen. Eine Geisterlackierung, eine Geistertarnung. Sieht auch cool aus. Und der neue Skin, Freunde. Süßes, niedliches Gesicht, muss man sagen. Rein optisch sieht das auch echt cool aus. Sie hat was Mysteriöses auf jeden Fall an sich. Auch das Gesicht finde ich echt gut umgesetzt worden. Gehen wir mal rüber zur Seite 9, denn sie hat einen anderen Stil, eine andere Variante. Und guckt euch das mal an. Bam, das ist die neue Variante von ihr, die Weiterentwicklung quasi. Dann haben wir hier den Loading Screen. Sieht auch echt mächtig aus, so diese bunte Welt, sage ich mal. Zack, und dann der Lichtstrahl, der auf unsere Thorin quasi stürzt. Und Thorin als mächtiger Ritter da rauskommt und alle Gegner beseitigt. Dann haben wir hier, nennt mich JB, und der neue Affentanz. Also das ist mit Abstand meiner Meinung nach bis jetzt der geilste Emote in diesem Battle Pass. Das ist ein Fortbewegungs-Emote, wenn ich mich nicht täusche, Leute. Aber ist leider integriert. Das heißt, ich glaube, nur der Affe kann den machen. Was schade ist, das ist echt ein bisschen ärgerlich. Würde ich viel cooler finden, wenn man das mit allen Emotes machen könnte. Mit allen Skins, meine ich. Und, Freunde, dann gehen wir weiter runter und kommen zu,
unserer letzten Seite. Und zwar der Carnage-Skin, Leute. Wir haben einfach Carnage im Battle Pass. Carnage-Spalte haben wir. Wir haben seinen Loading-Screen. Maximum Carnage. Wir haben Carnage-Tentakel. Guckt euch das mal an. Freunde, ich glaube, Venom kann einpacken im Gegensatz zu Carnage. Wir haben Banner-Symbol. Wir haben sein Contrail, die letzte Spur. Und neuer Spray. Ich sehe rot. Ja, ich glaube dir, dass du rot siehst. Dein neuer Hängegleiter von Carnage. Auch übertrieben cool. Und Freunde, der letzte Skin im Battle Pass. Carnage höchstpersönlich. Sieht optisch mega krank aus. Also finde ich persönlich sogar cooler als Venom irgendwie. Obwohl Venom ist auch eigentlich mega nice. Schreibt ihr mal, findet ihr den cooler oder Venom? Aber Freunde, das war es noch lange nicht. Übrigens, ich sehe hier gerade, wir können alles direkt freischalten, indem ich hier einfach drauf drücke. Zack. Bam. Und alle Belohnungen habe ich jetzt direkt beim ersten Mal erhalten. Wichtig und richtig. So machen wir weiter, denn hier haben wir noch ganz viele coole Sachen. Hier der geheime Skin, dazu kommen wir auch gleich zu der Seite. Wir gucken uns jetzt erstmal die Bonusbelohnungen an. Ja, auch ganz wichtiger Hase hier, Freunde. Vor allem wollen wir natürlich gucken, wie unser Carnage sich weiterentwickelt. Ja, sieht cool aus mit dem Hintergrund. Boah, das sieht echt mächtig aus. Dann haben wir hier unseren Schimpanse, der quasi ein Astronaut ist. Und hier, ja, die Kuppe oder wie man das nennt. Der ein Astronaut ist und, oh, das Goldene sieht echt geil aus. Dann haben wir unsere Charlotte in der neuen Geisterversion. Wir haben den traurigen Fisch, der arme traurige Fisch. Wir haben Core nochmal in der Arktis-Version. Ich finde, hier sieht sie nicht so krass aus, aber hier auf dem Bild sieht sie einfach cool aus. Das Gesicht hier, so, hier sieht sie so ein bisschen grimmig aus. Wir haben unseren Ferdinand in der feuerschwarzen Version. Dann haben wir hier Thorin nochmal in einer anderen Variante. Unser Schimpanse, der immer den Daumen nach oben zeigt, dann ist der Finger oben, wird man uns auch loben. Und hier, Freunde, haben wir weitere geheime Skins. Geheime Skins. Unter anderem, sage ich euch ganz ehrlich, von dem hier gibt es unter anderem auch noch eine Version, wo er Galaxy-Haare hat. Aber habt ihr, denke ich mal, bei Twitter auch schon gesehen. Ansonsten versuche ich euch das einzublenden. Und Leute, wer weiß, vielleicht ganz unten Naruto. Aber gucken wir mal weiter. Das war noch nicht alles. Dann gehen wir hier rüber zum Cartoonfisch. Und das meinte ich vorhin, Freunde. Ihr habt die Möglichkeit, bestimmte Stile, bestimmte Farben freizuschalten und dann quasi euren Cartoonfisch diese Stile zu geben. Wählen wir hier zum Beispiel Renegade Raider aus. Wir können die Farben von der miesen Marodeurin einfach unserem Fisch geben. Hier haben wir zum Beispiel Midas, goldener Cartoonfisch oder der Slurpee. Hier der Crunch Roy, Liebesranger Skin. Sieht schon echt cool aus. Also das ist auch wieder eine echt coole Variante von Fortnite, was sie ins Spiel reingeklatscht haben. Das kann man unter anderem aber auch nur mit dem Fisch machen. Viele haben gedacht, okay, wenn ich jetzt Renegade Raider habe, kann ich Renegade Raider andere Stile geben? Nein, nein, Leute, so funktioniert das nicht. Ihr könnt dem Fisch neue Stile geben. Und hier sind auch unter anderem nochmal ganz viele neue, versteckte, geheime Farbmöglichkeiten, die wir dem Skin geben können, Freunde. Gehen wir aber zurück, das war immer noch nicht alles. Und jetzt kommen wir zur legendären letzten Seite. Darauf habe ich am meisten Bock. Hier ist quasi noch gar nichts enthüllt. Leute, dieser Skin wird auch eine fette Rolle in dieser aktuellen Season spielen. Und merkt euch meine Worte, Freunde. Naruto. Einer der krassesten Skins. Das wird wahrscheinlich einer meiner Main Skins werden. Und wenn dieser Skin irgendwann die Tage erscheinen sollte, werdet ihr an meine Worte denken, Freunde. Dass Naruto wirklich ins Game gekommen ist. Leute, es wird heute noch weiteren Content geben, also aktiviert die Glocke. Nicht nur heute, sondern morgen. Die Streams werden wieder auf ein ganz anderes Level gepusht werden. Leute, aktiviert jetzt die Glocke. Lasst ein Like da, um mich zu supporten. Ich küsse eure Augen. Vielen Dank und haut rein, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace.